Ich wünsche euch herzlich willkommen zu einem neuen Video zurück auf meinem Kanal. Heute soll es um das Review dieses Bluetooth-Lautsprechers gehen, die Marke Soundlogic. Falls ihr mein Unboxing noch nicht angeschaut habt, könnt ihr das gerne wiederholen. Genau, und da möchte ich euch eigentlich nur meine jetzigen Erfahrungen damit erzählen und ja, wie es sich halt jetzt im Alltag schlägt. Da fangen würde ich sagen mal an mit dem Klangtest. Beziehungsweise mit dem wichtigsten Feature eines Bluetooth-Lautsprechers natürlich mit dem Klang. Für 15 Euro kann man natürlich dafür noch nicht so viel erwarten, aber für 15 Euro hat es einen sehr ausgewogenen Klang. Klar übersteuert er ab so 80% Musiklautstärke, das ist aber völlig normal. Sozusagen dürft ihr einfach nicht mehr als 80% Musik aufdrehen von der Lautstärke her, weil sonst tut es halt gerade bei großen Tönen oder bei hohen Tönen sehr kratschen. Und aber bei tiefen Tönen, Bass kommt auf jeden Fall durch. Der Bass ist gar nicht mehr so schlecht. Genau. Das war es eigentlich schon so ein Klang. Habe ich irgendwas vergessen? Muss ich mir ganz kurz überlegen. Genau, und sonst eigentlich sehr ausgewogen. Eigentlich 15 Euro guter Klang. Dann zum Material. Ich würde denken, für 15 Euro, das sieht wie Holz aus, ist aber eher mehr Kunstholz, ist gut verarbeitet, macht auf jeden Fall einen sehr hochwertigen Eindruck. Aber wie gesagt, aus Holz, fühlt sich wie Holz an, aber ich denke mal, für 15 Euro wird es eher Kunstholz sein. Genau, dann haben wir unten diese ganzen Noppen, dass er nicht wegrutscht, kennt er ja bestimmt. Genau, hier hinten haben wir die Anschlüsse. Die Bluetooth-Verbindung kommt sehr schnell zustande, auf jeden Fall. Auch bleibt sie auch stabil. Es gibt hier und da mal einen kleinen Abbruch, aber dann auch wirklich nur sehr selten. Von der Akkulaufzeit her waren ja 500 mAh. Das ist ja eher so ein, ja, nicht so sehr viel für Lautsprecher. Aber bisher konnte ich 8 Stunden bis 9 Stunden Musik problemlos hören. Genau, beim Aufladen ist mir aufgefallen, leider gibt es hier keine LED, die sagt, wann der Akku voll ist. Deshalb kann ich die Ladezeit jetzt schlecht, euch sagen, weil ich ja nicht weiß, wann der Akku richtig voll ist. Das, ja, auf jeden Fall 8 bis 9 Stunden Musik bei voller Aufladung sollte drin sein, wenn nicht sogar noch mehr. Ich habe halt bis jetzt immer nur alle 8, 9 Stunden geladen. So. Genau, dann würde ich sagen, mach mir jetzt noch einen kleinen Klangtest. So, dann hole ich mal ganz schnell mein Handy. So. Dass ihr auch noch mal einen kleinen Eindruck davon bekommt. Machen wir den Lautsprecher noch an. So. Da ist er jetzt auch schon verbunden. Was machen wir denn hier am besten an für Musik? Ja, was machen wir denn jetzt hier am besten an? Ich würde jetzt einfach irgendein Chartlied anmachen. Obwohl, das vielleicht gibt man da Probleme. Machen wir einfach das an. Ist jetzt würde ich mir so leicht übersteuern. Same flight, same row, the same hotel. That sounds fake. But this is the truth. Why don't we just go back to where we came from? Summer air. So, jetzt sind wir so ungefähr bei 80% Lautstärke. Da war wohl gerade der Akku leer. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Da habt ihr jetzt gerade gemerkt, jetzt ist der Akku leer. Hatte ich, wie gesagt, jetzt 8 Stunden in Gebrauch, hatte er einmal aufgeladen in 2 Wochen, weil ich ja nicht so viel Musik gehört habe. Auf jeden Fall. Jetzt nach 8, 9 Stunden ist jetzt der Akku leer.
Ich versuche mich nochmal neu zu verbinden. Aber ich denke mal, mal gibt es auch keine LED irgendwann, ob denn überhaupt der Akku voll ist. Ich kann es nur nochmal neu versuchen. Sonst muss das ausreichen. So, Verbindung wird hergestellt. Ja, Machen wir nochmal auf off und nochmal auf on. Jetzt. So, jetzt geht er wieder. Machen wir das mal ganz schnell aus. Machen wir nochmal das Lied rein. Wird wahrscheinlich gleich wieder ausgehen. So, genau, das ist jetzt 80%. Da klingt er eigentlich ganz gut. Jetzt machen wir mal 50%. Das ist schon ziemlich leise, aber es geht in Ordnung. Und von der Lautstärke her könnte lauter sein, aber ich denke mal, zu laut wäre dann auch dann nicht schön gewesen, weil dann kratzt er noch mehr. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal volle Pulle und maximal Bass und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Habt ihr schon gehört, das kratzt immer sehr. Ja, da ist er wieder ausgegangen. So, dann würde ich jetzt einfach sagen, weil der Akku jetzt schon wieder so gering ist, dass wir das dann jetzt einfach lassen. Ihr habt jetzt das gehört, wie der Lautsprecher klingt. Vom Bass her gar nicht mehr so schlecht, aber auch bei der hohen Lautstärke merkt man dann schon, da kratzt es schon wieder sehr. Wie gesagt, einfach nicht über 80% machen, die Lautstärke, dann solle das alles gehen. Genau. Und sonst muss ich sagen, für 15 € ist das ein gutes Angebot von Teddy. Und da könnt ihr getrost zugreifen und euch den kaufen, wenn ihr einen normalen Bluetooth-Lautsprecher habt, keine großen Ansprüche habt. Natürlich, wer einen basslastigen Lautsprecher haben will, der richtig guten Raumklang hat, der ist natürlich hier falsch. Das ist klar, da muss man mindestens 800 € hinlegen. Das ist bei dem Modell jetzt nicht der Fall. Aber sonst finde ich, ist es eine gute Alternative zu etwas billigeren Lautsprechern von Sony und Co. Hat seine Stärken, aber auch die Schwächen. Also, ich würde es nochmal ganz kurz für euch zusammenfassen. Akku ist top. Also, Akku ist auf jeden Fall top. Vom Klang würde ich ja neutral sein. Für 15 € ist es ein guter Klang. Der kratzt in den Höhen. Also einfach nicht mehr als 80%. Und sonst Verarbeitung ist top. Bluetooth-Verbindung ist top. Was braucht man eigentlich mehr? Um 15 € ist das Ding wirklich richtig gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Schaut es meinem nächsten Video an. Schaltet es meinem nächsten Video ein. Und dann danke ich euch. Auf Wiedersehen.